Hallo, ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin im Organisationskomitee der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online stattfinden wird, gehostet von der Fachhochschule St. Pölten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Kommt zuhauf. Und ich habe hier zwei großartige Mitreferenten, Referentinnen hier bei mir, die sich zunächst einmal vorstellen. Unsere Serienheldin Jutta und ihr Sidekick-Kompagnon und fabulöser Gestalter Wolfgang. So, Jutta, stelle ich vor. Ja, hallo, mein Name ist Jutta Bauschwein. Ich arbeite am ZML Innovative Lernszenarien der FH Joanneum. Das heißt, ich setze mich mit Online-Lehre seit ewiger Zeit auseinander und Serien in der Lehre finde ich einfach cool. Wolfgang. Mein Name ist Wolfgang und ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr als Senior Lecturer an der FH Joanneum, hauptsächlich für Journalismus und PR, auch für den einen oder anderen Lehrgang, komme ein bisschen aus dem Marketing und unsere Idee der Serie hat auch Marketing-Hintergrund. Ja, und ansonsten bin ich natürlich, so wie die meisten anderen wahrscheinlich auch, seriensüchtig bis zum gewissen Grad. So wollen wir das haben. Was bisher geschah bei Serien in der Lehre. Jutta, was waren die wichtigsten Highlights der bisherigen Folgen eurer Bemühungen rund um Serien in der Lehre? Ich denke, der größte Highlight war, dass ich heute in der Früh fast vergessen habe, die nächste Episode an meine Studierenden zu schicken und mich dann auch noch rechtzeitig erinnert habe. Wobei, bei mir können sie nicht schauen, sondern hören. Ich mache nämlich Podcasts. Und die Serie ist auf Twitter für die Studierenden abrufbar. Ja, und ich möchte mir Feedback von Ihnen holen, irgendwann im Jänner, wenn ich Zeit habe, darüber nachzudenken, was ich Sie fragen möchte. Was macht diese Serie aus? Was ist das Besondere? Was waren die Highlights dieser Serie? Die Highlights sind, dass diese Studierendenkohorte auf Twitter tweeten muss, 100 Tweets, und manche sind eher den 1000 Tweets nähern. Und dass ich gesehen habe, dass mit der Episode, mit dieser Idee der Serie eine viel bessere Begleitung der Studierenden möglich ist und sie auch merken, was ich gern von ihnen hätte, als dass es den Text im Moodle gibt. Also der Response von den Studierenden ist ein größerer. Wolfgang, was bisher geschah in Serien in der Lehre? Naja, der Höhepunkt war, dass der Pilot angenommen wurde, der Pilotfilm zur Serie. Das ist ja immer wichtig, kommt der durch? Wird das überhaupt zur Serie? Der Pilot war quasi eine Idee zu haben, in der Hochschuldidaktik als Projekt vorzuschlagen, in der Jutta eine Produzentin sozusagen zu finden, die das Ganze mit Energie versieht, sodass wir überhaupt in Serie gehen konnten. Und dann war die erste Staffel, wo man halt mal geschaut hat, wie viel Interesse gibt es auf unserer Seite bei den Lehrenden. Zweite Staffel waren dann Highlights wie der Auftritt in St. Pölten, oder Jutta? Auf definitiv. Jeden Fall. Und jetzt sind wir in der dritten Staffel, jetzt versuchen wir das halt tatsächlich in die Realität zu bringen. Und was man schon als Ausblick machen kann oder versprechen kann, wir versuchen das halt jetzt dann auch interaktiver zu machen. Wir werden also möglicherweise einen Schritt über Netflix hinauskommen, weil Netflix schafft eines noch nicht, die Serien mit den Userinnen und Usern gemeinsam weiterzuentwickeln. Marvel hat das schon ansatzweise probiert, weil du gesagt hast, du bist Marvel-Fan, Christian. Die haben das ansatzweise probiert. Wir werden das auch probieren. Wir werden unsere Serien mit den Studierenden hoffentlich weiterentwickeln, unsere Drehbücher gemeinsam entwickeln. Das finde ich ganz spannend, weil eben eine These und eine Frage ist, wie kann das Gestalten von Lehrveranstaltungen, die Grundprinzipien einer Serie folgen, mit Studierenden gemeinsam gelingen. Ganz kurz, Jutta, was sind denn Grundprinzipien, die wichtigsten Grundprinzipien einer Serie, die sich dann im Format einer Lehrveranstaltung wiederfinden können? Wir haben in der hochschuldidaktischen Weiterbildung eben über Serien gesprochen und gemerkt, dass Lehrveranstaltungen und Serien vieles gemeinsam haben. Es gibt einen gemeinsamen Plan, es gibt Wiederholungen. Am Anfang soll man sich erinnern, was hat man in der letzten Lehrveranstaltung gemacht, diese sogenannten Recaps. Es gibt vielleicht auch eine Vorschau, die Cliffhanger. Die Personen sind vertraut, kommen immer wieder. Das sind so Elemente,
die übereinstimmen, denke ich. Genau. Und Wolfgang, wie kommen dann spezielle Charaktere in diesen Serien zur Geltung, wie zum Beispiel aus unserer Lieblingsserie Modern Family? Ja, also man muss einmal sagen, es gibt natürlich in jeder Serie Protagonisten und Protagonistinnen. Das sind bis zu einem gewissen Grad vielleicht wir, aber vielleicht sind es auch eher die Studierenden. Also ich hatte mal einen Gastvortrag, der gesagt hat, wenn du ernsthaft über Storytelling nachdenkst, dann ist der Held in der Geschichte oder die Heldin nicht der, der vorne steht, sondern hoffentlich die im Publikum machst du eigentlich zu Heldinnen und Helden. Und dann haben wir natürlich wichtige Nebendarsteller, die halt mal auftreten und dann auch wieder nicht, die halt in einer Staffel zum Beispiel zu sehen sind. Das wären bei uns zum Beispiel Gastvortragende oder überhaupt Gäste in Lehrveranstaltungen. Und das alles, weil du Modern Family angesprochen hast, ich habe das dann Phil-Dunphy-Syndrom genannt, das man verhindern sollte. Phil Dunphy ist der Vater dieser Familie in der Serie, die auf Netflix auch zu sehen ist. Und der Dunphy versucht immer mit seinen Kindern und Jugendlichen möglichst cool zu erscheinen und macht sich damit halt lächerlich. Und insofern muss man bei der Serie auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht überstrapaziert. Es hat definitiv Vorteile, sowohl für uns als Lehrende als auch für die Studierenden, glaube ich. Es gibt Orientierung, aber man sollte die Metapher nicht überspannen, sonst zerreißt sie. Ja. Okay. Jutta, ihr habt das schon angesprochen, so dieses dialogische Prinzip. Also eine Behauptung jetzt von mir ist, wenn ich jetzt das im Sinn vom Inverted Classroom Modell sehe, dadurch, dass ich Vorbereitungsmaterial und Aufgabenstellungen zur Verfügung stelle, ermögliche Studierenden noch stärker zu Mitautoren, Autorinnen zu werden. Also jetzt nicht nur die Rollen, die ihnen zugeschrieben sind, vielleicht irgendwie zu gestalten, sondern wirklich auch das gesamte Konzept von Anfang an mitzutragen und mit umzusetzen. Wie siehst du diese These? Ja, ich stimme da insofern zu, dass bei mir die Studierenden immer Autorinnen und Autoren sind, weil sie ja im Web schreiben auf unterschiedlichen Niveaus, in unterschiedlichen Plattformen auch. Und da ist es immer so, dass es dann auch je nach Bedürfnis und vielleicht auch Talent und Interesse der Studierenden geht es in die eine Richtung oder in die andere. Das kann ich nicht beeinflussen, möchte ich auch nicht beeinflussen, sondern meine Aufgabe ist es, ihnen eine möglichst gute Herausforderung zu stellen. Also so diese Challenge, macht's mal. Und das ist immer spannend, denke ich, was es dann für Resultate gibt. Und ich sehe, dass die Motivation der Studierenden dann immer eine hohe ist, auch wenn sie sich herausgefordert fühlen. Ja. Wolfgang, könnten aus deiner Wahrnehmung Studierende diese Challenges nicht nur mitgestalten, sondern sich vielleicht auch gegenseitig geben? Wäre das eine mögliche Weiterentwicklungsform? Ja, definitiv. Also ich glaube, es wird in die Richtung gehen, dass man sich stärker von Konsumenten, Konsumentinnen zu Prosumenten, Prosumentinnen machen müssen, weil sie bei uns ja tatsächlich auch Content zum Beispiel produzieren. Warum also nicht? Man gibt ihnen einen Rahmen, lasst sie das mal entwickeln, lasst sie gegenseitig Peer-Reviews machen und am Ende hat man dann tatsächlich eine Serie. Ich glaube, der große Vorteil auch an dem Vorproduzieren von Material ist halt ganz unter uns, ganz pragmatisch, du kannst es halt unter Umständen in verschiedenen Jahrgängen oder in verschiedenen Kursen auch teilweise zumindest wieder einsetzen. Mhm. Du hast mehrere Zielgruppen unter Umständen. Weil du hast ja eben beim ersten Produzieren immer sehr viel Aufwand. Auch die Studierenden werden relativ viel Aufwand haben, wenn sie tatsächlich zum Beispiel audiovisuelle Sachen produzieren müssen. Aber es hat halt eine größere Nachhaltigkeit, als wenn du jetzt immer nur irgendwelche Folien produzierst. Ja, natürlich ergibt sich die Chance, dass das alles Open Educational Resources sind. In diesem Sinn freuen wir uns schon sehr auf diesen spannenden Beitrag beim Disk Space bei der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 23. und 24. Februar online gehostet von der FH St. Pölten. Jetzt anmelden. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf.